Ich möchte darüber weitersprechen mit Wolfgang Richter, Oberst AD und Militärexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Guten Tag, Frau Wetzbach. Blicken wir also direkt auf die Krimbrücke. Wir haben es gerade schon gehört, für Russland, für Putin ein schwerer Schlag jetzt also. Wenn wir erstmal aber tatsächlich einfach strategisch darauf blicken, was bedeutet das jetzt für die russischen Truppen? Nun, es ist ein sicherlich schwerer Schlag, nicht nur für das Prestige von Präsident Putin, der ja die Brücke eingeweiht hat 2018, sondern vor allen Dingen für den logistischen Verkehr, der über diese Brücke läuft. Das ist natürlich eine Engstelle, über die die Truppen auf der Krim zum großen Teil versorgt werden. Man muss allerdings dazu sagen, dadurch, dass dass Russland einen Landkorridor gewonnen hat zwischen Mariupol und Kherson, haben sie natürlich Alternativen. Sie können über diesen Landkorridor versuchen, die Logistik natürlich auch zu organisieren. Trotzdem, es bleibt ein großer Schaden, ein großer Verlust. Und ob damit aber eine Gegenoffensive eingeleitet werden kann, das ist zunächst einmal fraglich, weil natürlich auch die Ukrainer über einige logistische Mittel verfügen müssen, die wahrscheinlich jetzt Russland angreifen wird. Ich vermute mal durch eine Verstärkung des Luftkriegs. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.